Moin, wo ist die Kamera da? Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Station Ears Titan. Ich habe gerade ein bisschen Glücksgefühle. Ich habe eine hervorragende volle Mechabellum gespielt und richtig hart ausgeteilt. Ja, und dann kann man mal Station Ears auch mal hintereinander so ein bisschen wegknödeln. Ne? Das ist dann halt einfach mal so. So. Ja, wir hatten angedacht. In angedachte Tatsachen, wo wir wollten Steel Frames bauen instant, ne? Ja. Ich erinnere mich so langsam. Steel Frames. 9 Stück. Dann wollten wir das nochmal nach 9 in die Richtung vergrößern und eine Guest View dahin stellen. Das war mein Plan gestern. Der Plan heute ist genauso. Und dann wollen wir mal die Energieversorgung auf ever hinstellen. Und dann ist natürlich noch die Geschichte mit dem Turbinengenerator. Wir haben jetzt Solda. Theoretisch können wir auch den bauen, ne? Das Problem ist halt, dass ich halt draußen, solange ich die Nuke-Batterie habe, habe ich draußen halt immer so gut wie keine Zeit. Das nervt mich total ab, ey. Na. So, was brauchst du eigentlich? Electronic Parts. Eisen, Gold und Kupfer. Ist es so? Konsens nix. Komplett aufgebraucht die Scheiße? Nein, Konsens nix, Konsens nix. Und der hat nur Stahl. Na gut. Ich weiß, wir haben 2 zu viel, aber passt schon. So, dann wollen wir mal die Wall fertig machen. Kit Wall. 3, 6, 9 und 9 um drauf. Also nochmal 18. Ich habe gar nicht so viel. Doch, habe ich. Vielleicht ganz fertig bauen, wisst ihr? Gleich ganz fertig bauen. Wo ich denn den Aktivetten gelassen, sag mal. So, noch 2. Wo habe ich denn den Aktivent gelassen? Ach, den habe ich gleich draußen wieder verbaut. Erinnert euch hier, Gasflasche auffüllen und so. Kann ich Piepe machen? Kann ich. Piepe. Nur 2 Stück. So, danke, das reicht. Um leer zu saugen. Und dann brauchen wir noch einen Passive End. Der hängt da draußen noch. Der hängt da noch. Der hängt da noch. So, dann brauchen wir noch Göbel. Dann brauchen wir theoretisch noch Kabel. Da die Advanced Furnace erstmal sowieso ausbleibt, nehme ich erstmal das.
So, da haben wir noch Kabel. So, wir haben dit. Wir brauchen noch Sheets. Sheets. So. So, da könnte man jetzt tatsächlich auch mal die das erste Mal mitnehmen, wo ich hier draußen eigentlich nur bauen will, aber ach komm, wenn ich bringe es halt wieder mit. So, wie sieht's aus? Hunger, critical. Schnell nochmal was essen. So. So, dann haben wir das auch erledigt. So, genau. Da ist der. Dass der da ist, wusste ich ja bereits. 1, 2, 3. So, das heißt, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, irgendwie passt das, was ich hier gemacht habe. So. Das heißt, so, unser Ballast wird größer. So. Also ich hätte mir tatsächlich den kalten Planeten einfacher vorgestellt, wenn man halt das Eis hat, ne? Es ist ja auch ein bisschen einfacher, aber es hat schon auch seine anderen Tücken. Damit habe ich nicht gerechnet. Steht er. So. 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 Raum gebaut. Schick. Hat genau ausgereicht. Aber ganz, ganz genau. Prösterchen, Leute. Hallo, Miezekatze. Na, geht's dir gut? So. So.
Ja. Lass sie mal saugen. So, dann haben wir die Jazz Fuel Generator. Jazz Fuel Generator. So, den wir haben. Dann brauchen wir auf jeden Fall Material. Wir sollten Kupfer besorgen gehen. Wir sollten Kupfer besorgen gehen und dann machen wir das auch. Also, Trigger an. Den hier drin. Also, da ist gar kein Werkzeug drin. So, Trigger an. Essen, trinken, gucken. Nochmal Luft auffüllen. Ersatzakku mitnehmen. Maschinenkanone wieder aus und raus. Breaker checken und los geht's. So. Jetzt wollen wir mal da hinten die Gefilde so ein bisschen unsicher machen. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Hauptaugenmerk bleibt natürlich bei Copper und Nickel. Ja, das ist natürlich völlig klar. Wir haben jetzt aber quasi die doppelte Zeit. Natürlich auch Gold. Und 50 Stück Gold würde mir unheimlich gut tun, was das angeht. Aber dann nehmen wir jetzt nur das Offensichtliche mit. Silizium brauchen wir jetzt demnächst, weil wir ja unser Glas alle ist und auch für Pipes. Und auch für Pipes. Aber wollte ich gerade sagen, da so oberflächlich so viel davon da ist, werde ich das jetzt nicht explizit suchen. So. Auf dem Oxide-Eis. Hier ist wieder Gold am Start. Ja, also Gold brauche ich ja. Oh, Gold und Kupfer. Guck mal einer, schau. Ja, geil. Seht da.
Gut. Sollte mich jetzt nicht stören. Aber auch hier wieder Gold und Kupfer. Gold und Kupfer. So. Ja. Jetzt haben wir schon bald von jedem ins Deck, ne? Wie gesagt, ich nehme nur das Oberflächliche mit. Bald. Da ich ja noch den kleinen Mining-Gürtel habe, habe ich natürlich das Problem, müssen wir mal gucken, ob ich da mir die großen Sachen schon leisten kann. Wird halt so ewig dauern, ne? Das alles wieder aufzuladen. Aber halt kein Nickel, ne? Kupferausbeute ist auch okay. Wir haben halt überall dieses Gold. Ne? Überall. Blei haben wir auch mehr als genug. Oh, guck mal, hier ist mehr als einer. So, Gold haben wir schon mal ausreichend. So, aber so ein Stack oder zwei Stacks Kupfer, weißt du, das wäre halt... Hier doch... Power Critical. Da ist das erste. Halt hier die Sonne, also wenn sie aufgegangen ist, ist sie sehr dunkel, aber sie ist noch nicht aufgegangen. Ein bisschen was sieht man ja. Wenn sie oben ist. Aber meine Kupferausbeute ist echt sehr gering, ne? So. Dafür ist Gold. Gold haben wir viel. Das ist wirklich da. So. Gut. Da ist die Sonne aufgegangen. Und ringsrum überall die Löcher, wo ich schon gegraben habe. Ein bisschen mehr Kupfer würde ich mir schon jetzt noch wünschen. Na, das ist so. Aber es zu kriegen ist halt so unendlich heftig.
So, hier, die vor 40 packe ich, 50 packe ich da schon mal ein. So. Perfekt. Sieht doch gut aus. So, guck mal hier, die 50 packe ich da auch schon mal ein. Wunderbar. Wir kämpfen uns vor. Die 50 packen wir ein. Und dann haben wir hier noch eine relativ brauchbare Kupferausbeute gehabt. Ne, das ist dann halt einfach auch so. Wenn wir jetzt noch einen Nickel finden, das wäre halt insane, ne? Wenn wir jetzt noch einen Nickel finden, das wäre halt, boah, das wäre kaum auszuhalten. Boah, jetzt, ne? Kupfer, 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 Kupfer. Kobalt. Auch nicht wenig. So, das war das Signal zum Zurückfahren. Geil. Kobalt. Wirklich viel auch. So, wir hören. Wir gucken parallel natürlich noch nach dem hier. Natürlich gucken wir noch nach dem hier. Damit ist der Heavy Mining Drill am Start, ne? Geil, so. Sollte reichen. Kann ich hier noch irgendeinen freilegen oder so? Falls hier noch einer ist. Ich muss echt zurück, ne? Gut. Oh. Oh, Junge. Genau, so ungefähr. So, jetzt wollen wir ohne Zwischenstopp in Richtung nach Hause. Richtung 20 Grad, also Richtung 200 Grad habe ich den Nickel. Das ist noch Kobalt, ne? Was ist denn los, mein Großer? Ja. sieht gut aus, Leute. Sieht doch gut aus. Naja, wir gehen jetzt erstmal rein und holen uns das Eis später.
So. Und loading, please. So, das war doch sehr, 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 sehr erfolgreich. Oder? Entweder oder. So. Dann wollen wir das alles mal hübsch schmelzen, im Sinne von schmelzen. Ist mir klar. So. Was wollen wir machen? Wir wollen machen. Oh mein Gott! Maybe Night war das, glaube ich. Herzlichen Dank für dein Follow auf Twitch. Wir sind hier auf YouTube. Ich bin nicht live. Die Sounds kommen trotzdem, ihr wisst es. Das ist ja krass. Er sollte eigentlich in Wallung kommen, weil das Gemisch, was da drin ist, eigentlich Volatile-Überschuss haben sollte. Aber hey. Ja. Ich finde das immer wieder schön. Ich finde das auch cool, dass die Sounds eben trotzdem kommen, ne? Weil ich halt mit alles mit OBS mache und OBS regeneriert eben auch die Sounds, ne? Und Streamlabs ist halt immer scharf. Ja. Wo ist denn hier mein My Base? So. Davon würde ich jetzt aber gerne nur die Hälfte reinstecken. Würdet schon sehen. Die Kiste geht jetzt halt übel ab. Muss sie halt im Flug auffangen. Und liegen sie weg. So, einen können wir noch. Dann ist Schluss. So. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir drinnen die Nickel noch voll machen.
So, perfekt. Genau, so habe ich mir das nämlich gedacht. Da sind ja schon 50 Eisen, 50 Nickel. Den könnten wir noch schmelzen, den lassen wir da, den schmelzen wir auch noch. Den schmelzen wir und ach, das schmelzen wir auch noch. So. So. So, F1. Ingot. Invar. 1,2 bis 1,5 kK. 18 bis 20. Das wird tricky. Jetzt machen wir Invar und das ist so fürchterlich gut. So, haben wir das. So. So. Jetzt müssen wir leider erstmal drucklos machen, ein bisschen Temperatur. So in etwa. So, dann brauchen wir auf jeden Fall Volatiles. Wir müssen das ein bisschen. Genau, der powert jetzt ein bisschen hoch. Den zu. Den rennen. Und. Den drin. So, jetzt besorgen wir auf jeden Fall noch Eis. Eise. So. Und dann kriegen wir das schon irgendwie in den Griff. Das Wichtigste ist jetzt erstmal Temperature. So. Bei Volatiles ist es halt echt nicht so aufwendig, weil es halt wirklich leuchtet. Ne? So, damit soll ich das aber ganz locker hinkriegen. Der leuchtet echt aus. 7 Kilometer Entfernung leuchtet das Ding. So, jetzt lassen wir erstmal wieder ein bisschen Druck ab. So, jetzt würde ich sagen, wir drücken da nochmal 4 nach. Wir drücken da nochmal die Hälfte nach. So, jetzt müssen wir nur einfach nur abwarten.
Jetzt müssen wir einfach nur abwarten, bis die Anzeige grün wird. Ja, dann haben wir Invar geschmolzen. Noch 5 Megapascal. Wir haben ja ein bisschen Zeit, während das passiert. Iron and Nickel, 1200 bis 1500. Oh Mann. Denn über 18. Genau, es ist grün. So. Jetzt haben wir Invar. Nicht wahr, Invar? So, dann nehmen wir noch das Eisen noch mit. Ja. Dann war das doch eine erfolgreiche Schmelz-Session. Also, wie ihr seht, Umgang mit so einem Ofen wirklich lächerlich einfach. Ja, da braucht man jetzt nicht viele Vorkenntnisse, um den so zu steuern, dass man an das rankommt, wo man ran will. Jetzt haben wir auch Invar. Es ist so geil. Auf die Hütte hier. Genau. Ach so, da sind wir auch noch nicht durch. Schmeiß ich einfach hier hin, die Scheiße. Ja, so ist halt der Symbol, der schmeißt die Scheiße hier einfach auf den Boden. So. So, dann haben wir hier der Gerät zum Trennen von Sachen. Da, der Gerät zum Trennen von Sachen. Beacon kann ab, könnte auch mal wieder aufgeladen werden. Beacon wieder dran. Gibst du mir gefälligst. Ja, ich sehe, dass wir halt hier ein kleines Temperaturproblem haben zurzeit. Obwohl Han zu, trotzdem wir bekommen Kälte in die Haut. Das ist nicht gut. Ja. Sehr schön. Hier ist der Gerät für unendlich viel Strom. Unendlich viel Strom, wir wollen bekommen. Hier. Boom. Wir können jetzt unendlich viel Strom bekommen. So, Output, Input. So, der Input ist erstmal auch, der ist ja so easy. Input nicht über so ein Rohr machen, denn Input über so ein Rohr ist ganz schlecht. Rohr voll mit Treibstoff, Treibstoff wird heiß, boom.
So. Wo ist der Heavy Drill? So. Wir hauen einfach erstmal alles da rein. Alles da rein, was geht. Und dann werden wir der Heavy Drill. Wo soll das nochmal sein? Ich denke Tool Printer Tier 2. Da sind wir doch. Mining Drill. Da, Mining Drill Heavy. Tool Manufactory Tier 2. Achso, das ist Tier 1. Habe ich nicht die Tool Factory Tier 2 gebaut schon bereits? Ja, war so. Oder hatte ich das nur vor und einfach nicht ausgeführt? Aber es sieht ja ganz danach aus, als hätte ich das nicht gemacht, ne? Das ist natürlich schlecht. Sehr schlecht. Tool Manufactory. Ja, so. Da muss ich das nochmal umschichten. Tool Printer Mod. Steel Electrum Konstantan Solder. Steel. Dress ist hier drin. So. Konstantan und Elektron. So. So, wir können das mal. So. Hunger Critical. Ne, dann essen wir doch was. So, und trinken wir noch was. Was gnatscht denn hier rum? So, alles voll. So, der kommt doch aus. Den stellen wir mal eins rüber. Den so hin. 13. Iron. Warte mal. Irgendwas war doch. Irgendwas muss ich noch. Achso, Electronic Parts. Iron. Copper. Gold. Electronic Parts. So. Darf ich jetzt bitte das Teil hier haben? Meine Fresse. Noch nur ein. So, ja, Wunder hervorglänzend. Oh yeah. Oh yeah. wie sieht denn das aus mit einer Battery?
Ach so, da unten. Battery. 10, 20 Gold, 20 Kupfer, 20 Stahl. So. 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 Darf ich so ein Ding jetzt haben? Darf ich so ein Ding jetzt haben? Darf ich? Ja, ich darf. So, das heißt im Klartext natürlich. Ey. Dass der Gerät von Batterie hier Leistung erfährt. Oh Mann. Sehr schön. So, wir sind aber auch am Ende der Folge tatsächlich so richtig hart diesmal angekommen. Das ist natürlich auch spannend, weil ihr merkt, ich kann hier schon wieder schwer aufhören. So. Das soll es erstmal mit Heavy Cablen gewesen sein. Denn das andere würde ich gerne mit Cablen machen und einer Fuse. Oder dem Leistungsbegrenzungstrafo dahin. Da würde ich jetzt ganz gerne erstmal die ganze Scheiße nehmen und quer über die Hütte. So, dabei würde ich ganz gerne noch gelbes Kabel. So. Oh, komme ich jetzt hier nicht mehr durch? Fett oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Was fett der Typ. So, quer durch die ganze Bude wird das verlegt. Denn wir machen das schön. Das ist natürlich jetzt Shit. Und ich habe gar keinen Platz für ein Trafo. Speisetrafo. So, dann muss ich hier noch mal Cable machen. So. Sehr schön. Könnte reichen. So. Sorry, also ich habe jetzt auch noch eine kurze Unterbrechung gehabt, aber ich komme ja hier, ne? Ich würde. Ne? Also.
ich nehme die zweite Folge gleich auf, ich kann nicht aufhören. Ne? Aber ihr müsst leider, ne, es ist, sorry, das ist halt schwierig, sowas zu managen. Es ist halt, die Sucht kickt wieder rein. Versteht ihr da? Die Sucht kickt rein. Ich mache aber nicht so weit vorproduziert, aber ich muss schon über die nächste Woche kommen. Weißt du? Das ist halt immer da. Ich versuche mal eine Woche im Voraus zu sein, weil ich innerhalb der Woche nicht aufnehmen kann. Ne? Das heißt, ich nehme eigentlich auf, alle Folgen kommen und dann nehme ich wieder auf. Also ist alles gut. Übrigens, ich wollte mich nochmal da bedanken für die ganzen vielen Kommentare. Wow, geil. Ne? Also Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!